Wichtig wäre mittlerer Bildungsabschluss. Abitur, Fachabitur geht natürlich auch. Und Lust, mit Menschen zu arbeiten, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Altersgrenze gibt es nicht. Mit 16 kann man beginnen. Rein rechtlich ist das erlaubt. Aber durchaus auch, dass wir Auszubildende aufnehmen, die über 40, über 50 sind. Da gibt es keine Spanne nach oben. Die Ausbildung durchläuft alle kurativen Bereiche, von der inneren Medizin über die Chirurgie, über Gynäkologie. Es gibt Pflichteinsätze in der Psychiatrie, Gemeindestationen, häusliche Pflege in dem Bereich. Es sind Einsätze, die Pflicht sind, die gemacht werden. Aber sonst sind alle kurativen Bereiche zu durchlaufen. Zu den Schichtdiensten kann ich dazu sagen, dass es Schichtdienste gibt, ja, durchaus auch Wochenenddienste. Frühdienst, Spätdienst ist der Klassiker und einige wenige Nachtdienststunden muss man machen. Die andere Frage, die Sie haben, Richtung Spezialisierung, ja, in der Pflege kann man sich spezialisieren. Den Bachelorstudiengang integriert in die Ausbildung dual. Die Möglichkeit gibt es an fast allen Bildungszentren von Asklepios. Und nach der Ausbildung ist natürlich das Tor offen für jegliche Weiterbildung in alle Richtungen, in alle Disziplinen rein, inklusive Bachelor- und Master-Absolventen.